Servus Leute, Jump hier, willkommen zu Grotesque Tactics. Premium Edition, wie es da steht, sollte aber eigentlich Evil Heroes sein. Lädt gerade noch, wird ja wohl gleich was kommen, hoffe ich. Es ist, wie soll ich sagen, eine RPG-Parodie, also Rollenspiel-Parodie. Soll ganz witzig sein, werde ich hoffentlich auch so sehen. Ich muss mal eben gucken hier, neues Spiel. Fortsetzen brauche ich nichts, habe ja noch gar nichts angefangen hier. Mein Name ist Drake und heute ist nicht mein Tag. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich die Prüfung in der Militärakademie nicht bestanden habe. Die wichtigste Prüfung meines verdammten Lebens. Es waren nur ein paar Pilze, die sich mir in den Weg stellten. Ein paar lächerliche Pilze. Sie hätten mir den Schädel eingeschlagen, wäre mir der Prüfer der Akademie nicht zu Hilfe gekommen. Wisst ihr, wie demütigend es ist, gegen Pilze zu scheitern? Nein, natürlich wisst ihr das nicht. Denn es haben ja alle die Akademie absolviert. Nur ich. Ich habe versagt. Sie werden als Helden in die Geschichte eingehen. Und ich? Ich werde als einziger Versager dieser Welt betitelt werden. Ja, ihr habt recht. Ihr wollt keinem Versager zuhören. Und deshalb werde ich nun mein Leben beenden. Aufgepasst! Werde Zeuge des tragischen Todes von Drake! Okay, was macht er jetzt? Hey, brutaler Pilz! Frisches Futter! Du bist doch bestimmt ganz heiß auf Menschenfleisch! Na komm her und verspeis mich! Es hat alles keinen Sinn mehr! Die Schlacht ist verloren! Ja, der Church hat uns besiegt! Die Sekte wird uns überrollen! Die Frauen werden geschändet und die Kinder verschleppt! All unsere mutigen Helden sind getötet worden. Lasst uns unser schändliches Leben beenden. Adieu, schöne Welt, die wir einst kannten. Hey, ihr da! Kommt ja nicht auf die bösartige Idee, meinen Pilz zu vernichten. Das ist unser brutaler Pilz. Den haben wir uns ausgesucht. Geht da sofort weg! Haltet ein, wackere Männer von Glory. Seine halbgöttliche Wenigkeit beschwört euch. Was zum Teufel geht hier vor? Kann man hier nicht einmal in Ruhe sterben? Oho, was sieht seine halbgöttliche Wenigkeit da? Ist das nicht ein Soldat, der noch ein feuriges Funkeln in den Augen hat? Die Soldaten von Glory sind leider ein wenig... ja, depressiv geworden. Das war aber auch alles ein großer Mist. Aber ihr seid anders. Das erkennt seine halbgöttliche Wenigkeit sofort. Wie heißt ihr, junger und gut aussehender Held? Ach so, jetzt muss ich was klicken. Meint ihr mich? Drake. Ja, um es kurz zu fassen. Rollenspielparodie hat natürlich Rollenspielelemente, soll ganz witzig sein. Ist schon ein paar Tage älter, ich weiß nicht genau von wann das ist, da steht 2009 bis 2012, weil das ist die Golden Edition. Die Golden Edition von Grotesque Tactics. Und die selber ist 2012 erschienen. Das beinhaltet beide Teile. Welcher jetzt wann erschienen ist, kann ich leider nicht genau sagen, von Head Up Games. Und ein paar anderen, die hier zusammen fuchteln. Da war noch so anderes Zeug mit bei, wie so ein Sack mit Steinchen und so Würfeln und irgendwie sowas. Ich würde sagen, wir fangen mal an hier, also Drake. Gut, Cake. Seid so gut und tötet die Pilze für seine halbgöttliche Wenigkeit. Aber, eigentlich wollte ich doch... Cake, macht euch keine Sorgen. Wollt ihr einige grundlegende Informationen über den Kampf wissen? Okay, das wird jetzt das Tutorial sein. Ich will jetzt kämpfen. Oh, okay, wir machen das Tutorial. Stellt euch einfach mal vor... ihr hättet Tasten. Okay. Und, nun ja, eine Maus. Das ist ihr Obermacker übrigens. Maus? Was soll ich mit einer Maus? Holy Avatar. Ihr könntet euch mittels WASD oder der rechten Maustaste frei bewegen. Die Größe des Bewegungsradius ergibt sich aus dem Attribut Bewegung. Achso, es ist rundenbasiert, wollte ich noch dazu sagen. Auf der Straße kann ich schneller laufen als zum Beispiel auf Gras oder Waldboden. Dafür habe ich dort mehr Deckung. Schon klar. Ihr bewegt euch jetzt ein Feld vor oder neben den Pilz. Dann seid ihr in direkter Nahkampfposition. Nun gut. Ja, komm.
vor oder neben dem Pilz? Also hier, wir sehen ja hier, das sieht alles so ein bisschen übershiny aus hier. Was ist das denn eigentlich? Drake, Pilz und Runde 1. Okay. Also vor dem Pilz mit rechts. Tut das ja nicht! Der Pilz soll uns töten! Genau! Ich klettere jetzt in den Pilz! Macht's gut, Leute! Sie sind unzurechnungsfähig. Sie wurden mit dem Depressionszauber verflucht. Verdammte neumodische Magie. Also gut, Cake. Bevor es ans Eingemachte geht, solltet ihr euch gut überlegen, was für ein Abenteurer ihr seid. Geht in euch. Wollt ihr den Weg des Weicheis gehen, dann erhaltet ihr von mir mehr Unterstützung. Das wird euch einen leichteren Einstieg verschaffen. Mehr aber auch nicht. Wenn ihr den Weg der Herausforderung geht, dann seid ihr mutig. Ihr benötigt keine zusätzliche Hilfe und ihr zieht einfach euer Ding durch. Wählt nun den Weg, den ihr gehen wollt. Und wählt weise. Weg der Herausforderung, würde ich sagen. Wenn ich schon kämpfe, dann will ich keine Hilfe haben. Das sehe ich gar nicht ein. Ich bin kein Weichei. So sieht's aus. Also gut, wie ihr wollt. Seine halbgöttliche Wenigkeit gratuliert euch zu dieser mutigen Wahl. Seine halbgöttliche Wenigkeit hätte euch ein gutes Schwert gegeben. Stattdessen müsst ihr mit eurem Holzschwert auskommen. Okay. Also gut, wie ihr wollt. Seine halbgöttliche Wenigkeit gratuliert euch zu dieser mutigen Wahl. Wollt ihr noch mehr halbgöttliche Weisheiten über Angriffe hören? Gut, mal gucken, was noch so am Start ist. Eure Standardattacke führt ihr mit einem rechten Mausklick aus, indem ihr den Gegner anwählt. Oder ihr wählt den Angriffsbefehl links unten aus der Leiste, beziehungsweise den Hotkey auf der Tastatur. Da sich der Pilz jedoch in einem Busch versteckt hat, besitzt er einen Verteidigungsbonus. Auf Gras habt ihr etwas mehr Deckung als auf einer offenen Straße. Im Wald hingegen seid ihr ähnlich geschützt wie in einem Busch. Achtet auf den Verteidigungswert in eurem Porträt oben links oder im Tooltip. Gut, Pilz. Jetzt heißt es du oder ich. Oben links. Was ist denn da? Können wir den einfach machen hier. Angreifen, Taste I. Fähigkeit 1 und so weiter und so fort. Klicke ich hier vor mich hin oder Gras? Ah, hier. Feldweg. Ich würde sagen, wir greifen einfach an, oder? Der Pilz ist tot. Wie konntet ihr es wagen? Verdammt, da geht unser Henker dahin. Was sollen wir jetzt tun, Zig? Oh, ich verspüre ein Gefühl von Triumph und Euphorie. Es vertreibt meine Depression. Wow, ich fühle mich so positiv. Ach, die Pilze greifen jetzt an. Oh, oh. Ich glaube, weitere Pilze haben euch gewittert. Ha! Das Schicksal meint es gut mit uns. Lass uns zu den Pilzen rennen, Hurtie. Was sagt ihr jetzt? Noch ist der Sieg nicht euer. Cake, das darf nicht wahr sein. Überredet die beiden, sich nicht das Leben zu nehmen. Seine halbgöttliche Wenigkeit wird derweilen die Gegend erkunden. Jack soll das Gespräch suchen, okay. Was wollt ihr noch von uns? Oh Mann, das hier zu lesen. Was überhaupt passiert ist? Wisst ihr es denn nicht? Unsere gesamte Armee wurde zerschlagen. Die Dark Church hat uns regelrecht überrollt. Jetzt bleibt uns nur noch der Tod im Rachen der brutalen Pilze. Wer ist die Dark Church? Gut, wir fragen mal, wer ist die Dark Church? Die Dark Church ist eine fanatische Sekte. Ihre Motive, unser Land anzugreifen, kenne ich nicht. Aber Fakt ist, die Dark Church hat uns angegriffen. Die Dark Church besteht aus völlig verrückt gewordenen Menschen und einigen furchteinflößenden, gigantischen Wesen. Die Anführerin nennt sich Mutter Gottes. Was für ein größenwahnsinniger Name. Genug der Worte, lasst uns das beenden. Wir sollten wohl gemeinsam sterben. Auch ich habe es nicht mehr verdient zu leben.
Ihr wollt mit uns gemeinsam sterben? Ah, Trick, Trick, Trick. Was? Warum wollt ihr euch das Leben nehmen? Ich habe die Militärakademie auch bestanden. Ihr habt die Militärakademie nicht bestanden? Ja, ist das nicht schrecklich? Aber das ist doch kein Beinbruch. Ich hatte bei der Prüfung geschummelt. Ich auch. Ich habe vorher einen Stärketrank eingenommen. Oh, wirklich? Ja, eine nicht bestandene Prüfung ist doch kein Grund, sich zu grämen. Wow, oh, dann wäre auch keine Belohnungschaft und so weiter. Naja, ihr müsst zugeben, da ist schon was dran. Ja, da ist auch richtig was dran. Meine Familie könnte noch am Leben sein. Ja, noch haben wir die Chance, unser finsteres Schicksal abzuwenden. Rittersleute, warum greifen uns die Pilze eigentlich noch nicht an? Oh, verdammt, die habe ich bei unserem tiefsinnigen Gespräch ganz vergessen. Uns bleibt keine Zeit mehr, ein Gegenargument zu finden. Wir werden jetzt nicht sterben. Hooray! Also gut, jetzt wird gekämpft. Eine große Hilfe sind wir aber wahrscheinlich nicht mehr. Was zum Teufel? Oh, seht! Das ist ein Elite-Gegner. Ich denke, seine halbgöttliche Wenigkeit sollte noch ein paar weitere weise Worte finden. Okay. Dann erzähl mal. Oh Mann. Der Pilz ist größer und schimmert irgendwie anders. Was hat das zu bedeuten? Elite-Gegner sind erfahrenere Gegner. Sie sind mächtiger als ihre Artgenossen, aber es hat auch etwas Gutes. Was kann es da noch Gutes geben? Elite-Gegner geben euch mehr Erfahrung, wenn ihr sie tötet. Ebenso lassen sie manchmal Gegenstände und Gold fallen, die ihr mit der rechten Maustaste oder mit der Schnelltaste plündern könnt. Warum zum Teufel sollte ein Pilz Gold fallen lassen? Eventuell haben sie mal wohlhabende Händler verspeist. Wie dem auch sei. Achtet jedoch darauf, dass sie etwas stärker sind als ihre Artgenossen. Los, Cake! Ihr seid die einzige Hoffnung! Es heißt Drake, verdammt! Drake? Oh, sag das doch gleich. Drake ist ein schöner Name. Viel besser als Cake. Ihr könntet ruhig helfen. Denkt ihr, mir ist nicht aufgefallen, wie er um uns herumlauft? Nun ja, seine halbgöttliche Wenigkeit hat gerade eine viel halbgöttlichere Aufgabe. Wir, reden später und ihr kümmert euch schnellstens um den Elite-Pilz. Also bin ich wohl auf mich allein gestellt. Ich werde diese Männer mit meinem Leben beschützen. Elite-Pilz, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Okay, war aber schon witzig, wie sie drauf eingegangen sind. Warum ist da eigentlich Loot in Gegner und so? Ich fand ganz witzig. Ja, hier. Brutaler Pilz. Der ist Elite. Der ist nicht Elite. Schwaches Wesen. Hier habe ich noch was. Verteidigen. Okay, dann hau ich erstmal den Pilz einen rein. Au, das bringt all meine Erinnerungen. Aber dieses Mal werden mich die Pilze nicht fertig machen. Dieses Mal nicht. Schade, dass hier die Tasten nicht spielen. Ich kann mir das gar nicht alles merken. Was war das? T? Und die kämpfen ja auch mit. Hier ist also der Elite Brutalpilz. Angreifen, das ist einfach nur I. Und was war das? T. Nee, Taste 5. Fünef, dann sind die anderen wo 4, 3, 2, 1. Ja, das ergibt Sinn. Das war es nicht I, sondern Taste 1. Wow. Wieso? War der kleine Ruckler? So, stirb, Pilz. Gratuliere! Ihr habt den Männern wieder Hoffnung gegeben. So, was wollt ihr nun tun? Eine sehr gute Frage, junger und eifriger Kommandant. Ihr seid sicherlich zu allen Taten bereit. Folgt nun seiner halbgöttlichen Wenigkeit und lasst uns den Dark Church Flegeln kräftig in ihre Sekten hintern treten. Ich habe irgendwie noch nicht gelootet. Ich wollte eigentlich... was wollte ich eigentlich?
Der aktuelle Ruhm verwirrt mich. Was ihr tun wolltet, sollte nun nichtig sein. Jetzt zählt es einzig und allein, schnellstmöglich eine Armee zusammenzustellen, denn die Sekte wird nicht brav auf uns warten. Ich weiß nicht. Unsere Heimat Glory ist in Gefahr, will seine halbgöttliche Wenigkeit nur einmal so nebenbei anmerken. Es gibt keine Soldaten mehr, die sie aufhalten können. Jetzt gibt es nur noch seine halbgöttliche Wenigkeit und einen jungen, eifrigen Kommandanten. Der Feind wurde leicht unterschätzt. Ein paar verrückte Fanatiker aufzuhalten ist eine Sache. Waffenexperten und große Monster fertig zu machen, eine andere. Und genau die werden jetzt alles niedermähen, wenn ihr und seine halbgöttliche Wenigkeit nicht handeln. Da habt ihr sicher recht. Ich muss meine Heimat verteidigen. Entschuldigt meine Zweifel. Sehr schön, dann lasst uns loslegen. Aber zu zweit werden wir Schwierigkeiten haben, gegen die Dark Church zu bestehen. Wir müssen dringend unsere Party vergrößern. Das glaube ich allerdings auch. Aber wen können wir fragen? Uns bleiben keine Soldaten mehr. Also müssen wir sehen, was sich sonst noch so anbietet. Kann ich jetzt hier... Das soll doch Loot darstellen, oder nicht? Ich muss erstmal weiterklicken hier. Die Hochelfen? Die lachen uns doch nur aus, dass wir uns in so einer misslichen Lage befinden. Seine halbgöttliche Wenigkeit hat eine bessere Idee. Im Hochsicherheitskerker gibt es immer noch Massenmörder und Halsabschneider. Ihr werdet sie überzeugen, mitzukommen und für das Gute zu tun. Na sicher, ist ja auch das Einfachste überhaupt. Das ist nicht die einzige halbgöttliche Idee, die dem großen Avatar einfällt. Es gibt noch andere bösartige und listige Kreaturen, die für uns kämpfen können. Massenmörder? Gott, hier ist aber wirklich viel zu lesen. Was sich sonst noch so im Kerker befindet. Irgendwelche Verbrecher, denen wir vertrauen können, werden wir schon finden. Das ist ein interessanter Plan. Ein halbgöttlicher Plan. Ach, das auch noch? Mein Gott. Ja, Frauen. Frauen gibt es noch in Hülle und Fülle. Lasst das Überzeugen der Frauen die Aufgabe seiner halbgöttlichen Wenigkeit sein. Oh, diese Kreaturen meint ihr? Und das ist kein Problem für euch, jemanden Weibliches zu überzeugen? Ha! Nicht für seine halbgöttliche Wenigkeit. Vor allem Jungfrauen gehören eben nur dem Avatar. Richtet euren Blick gen Westen, Drake. Was seht ihr da? Hilfe! So errettet mich doch! Ach, ein Tittenmausi, alles klar. Regeln, wie ihr eine Jungfrau erkennt.